Willkommen zurück zu Thief Deadly Shadows und wir sind jetzt genau da, wo wir es jetzt mal aufgehört haben, nämlich am Ende der Trainingsmission und wir starten jetzt mal unsere erste richtige. Nothing like mixing in society, especially if it comes with good loot. The velvet bag turned out to hold a bronze medallion stamped with a griffin. Valuable enough, but more interesting was the conversation I overheard between Lord Julian and the cook. Especially the part about a huge opal and a conspiracy for stealing it. I'd hate to have anyone but me get a stone like that. But I need a better idea where to start looking. If I show the medallion to my fence, I'm sure he'll know more. Heartless Perry always does. Also, es gibt nichts Schöneres, als sich unter das Volk zu mischen, vor allem wenn es sich lohnt. Der Samtbeutel enthielt ein Bronzemedaillon mit dem Symbol eines Greifen. Viel interessanter als das Schmuckstück war aber ein Gespräch zwischen Lord Julian und dem Koch, das ich belauscht habe. Vor allem der Teil mit dem Opal und Lord Julians Plan, ihn zu stehlen. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Wenn hier jemand den Opal stiehlt, dann ich. Obwohl, nein. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Am besten zeige ich das Medaillon erstmal meinem Hehler. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Schließlich weiß der herzlose Perry immer Rat. Also gut, Schwierigkeitsgrad normal, da können wir momentan noch nichts dran ändern. Okay, benötigt 5 Minuten. Ah, das Statistik, das war von unserer letzten Mission. Wir haben 5 Minuten gebraucht. Achso, ja, ich musste die nochmal machen, um wieder das Missionsende zu erreichen und von da aus neu starten zu können. Das war ein bisschen blöd, aber okay, deswegen habe ich ein bisschen weniger Zeit gebraucht. Beute 50%, niedergeschlagene Gegner ein und so weiter. Unsere Aufgabe diesmal. Ist erst einzusehen, wenn wir auf Weiter klicken. Okay. Fence take a look at Lord Julian's medallion. Perry says the crest belongs to the Rutherfords, one of the oldest so-called great families, with a castle in South Quarter and a street named after them. They've got a lot of wealth and a nasty reputation for turning on each other. Based on that conversation I overheard, Julian is definitely carrying on the family tradition. Lord Ember, Julian's cousin, currently resides in the castle, and Julian wants revenge. Julian had a good plan. Hide inside a supply cart and ride in after dark. Then signal the cook to open the side door by putting out the lion's head torch in the courtyard. A good enough plan for me to use myself. That bloodline opal sounds valuable, and it's better off with me than sitting around in their vault. But I can't get lazy. Ember will have his personal guard, and doubtless a few other family tricks in store for anyone who comes after the opal. Ja, also das vor der Zwischensequenz eben, dem kleinen Video, war nochmal die Missionszusammenfassung von der ersten Mission. Und jetzt haben wir den Start der neuen Mission, das Ende einer Blutlinie. Ich ließ meinen Hehler einen Blick auf Lord Julians Medaillon werfen. Perry meint, es gehört zu den
Rutherfords, einer der ältesten sogenannten großen Familien der Stadt. Die Herrschaften leben in einem Schloss im Südviertel. Sogar eine Straße hat man nach ihnen benannt. Die Rutherfords sind stinkreich und neigen dazu, sich gegenseitig aus dem Weg zu räumen. Nach allem, was ich gehört habe, macht Julian dieser Familientradition alle Ehre. Momentan ist Lord Amber, Julians Vetter, der Schlossherr und das möchte der gute Julian ändern. Er hat sogar schon einen Plan. Er will sich nach Einbruch der Dunkelheit in einen Wagen verstecken, in das Schloss bringen lassen. Dort löscht er dann im Innenhof die Fackel mit dem Löwenkopf. Das ist das Zeichen für den Koch, die Hintertür zu öffnen. Ein guter Plan, gerade gut genug für mich. Dies Opal der Blutlinie muss ein Vermögen wert sein. Außerdem ist er bei mir viel besser aufgehoben als in der Schatzkammer der Rutherfords. Aber ich muss aufpassen. Amber leistet sich bestimmt einen Leibwächter. Außerdem hat er sicher einige Tricks auf Lager, wie man ungebetene Gäste los wird. So, und zwar jetzt können wir das, was ich vorhin schon machen wollte, nämlich zum Beispiel die Mission, den Anspruch der Mission ändern. Damit ändert sich halt auch die Aufgabe und die Sachen, die man besorgen muss, Gegenstände, wie viele Gegenstände man klauen soll und so weiter. Ich versuche es vielleicht erstmal auf normal. Ich denke, das könnte ich vielleicht hinkriegen. Wenn ich total versage, muss ich es halt dann nochmal auf leicht probieren. Unsere Aufgabe ist nochmal zusammengefasst. Brechen Sie ins Schloss der Rutherfords ein, finden Sie raus, wie man die Schatzkammer findet und öffnen kann, stehlen Sie in Opal der Blutlinie aus der Schatzkammer. Wenn Sie alles erledigt haben, verlassen Sie das Schloss auf dem gleichen Weg, auf dem Sie es betreten haben, durch das vordere Tor. Hinweis, der Koch wartet auf das Signal. Löschen Sie die Löwenkopffackel, damit er die Hintertür über der Fackel im Festungswall öffnet. Okay. Das müssen wir uns merken. Ausrüstung. Wir haben jetzt auch einen Heiltrank. Blitzbomben. Breitkopfpfeile. Wasserpfeile. Die hatten wir auch schon mal. Lärmpfeile auch. Und hier sind jetzt die Beuteteile aufgelistet, die wir aus der ersten Mission mitgenommen haben. Und hier ist die Karte. Und dann starten wir mal diese Mission. Tipp, kämpfen ihre Feinde gegeneinander, haben sie keine Zeit, um sie zu kümmern. Das ist natürlich wahr. There's the torch. Now to give the signal. Quiet tonight. The rain earlier. Okay, ich habe jetzt auch mal die Helligkeit vom Spiel ein bisschen hochgesetzt, weil ich denke mal, dass das Spiel, wenn man sich die Videos auf YouTube anschaut, wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel ist sonst. Ich hoffe, dass man jetzt genug sehen kann. Und wir sollen jetzt diese Löwenkopffackel ausschalten. Ah, what do you know about it? I could have been in the city. Who turned that off? It's out. Is this a joke? I hope that cook is as good as his word. Okay, also da oben ist jetzt eine Tür aufgegangen und sagt mir jetzt auch einer, wie ich zu dieser Tür komme. If someone's there, may as well come out. Ich warte jetzt mal mit der... Ist der mit der seiner Fackel da weg? All for nothing. Ah, well. Schneller. Did I just hear something? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier hochklettern muss oder einfach durch... Nothing. Not even sure I heard anything at all. Also da komme ich nicht hoch. Ich nehme mal, ich muss zu der Tür da rein. Ich verstecke mich aber vorher nochmal. Ja, weil der kehrt bestimmt gleich wieder zurück, oder? Okay, anscheinend. Ich dachte, er geht vielleicht wieder nach unten, aber der läuft jetzt hier nur hin und her. Hey, what was that? Niemand. Right then. Bloody hell! Now I saw that.
Who's over there? Help! She's come inside! What? Uh-oh. That got him running. Ja, also sie hat Angst davor, also nicht. Surrender or die. Die. There ain't no one who can win against me. Ja. Dann ja. Ja, ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie man es nicht macht. Ja, ich möchte das noch. Blöderweise bei jedem Ladebildschirm wird mein Fraps gekillt, mit dem ich diese Videos aufnehme. Das heißt, da ist immer so ein Cut jetzt dazwischen. Weil ich dann Fraps jedes Mal wieder aktivieren muss. Ein bisschen blöd. Ja, dann versuchen wir das jetzt nochmal. Aber ich dachte eigentlich schon, dass ich da so zu der Tür rein muss. Who knows? It's an old part of town. Streets are all different here, unlike Maldale or Stone Market. Also ich könnte auf diese Kiste da klettern. I could have been in the city watch. I knew it that well. I could find my way around blind. Bet you've seen things. Ah, ich müssen wir die mitnehmen. Ich kann mir die auf die andere stellen und dann da hochklettern. Without his skin. Come on, who takes somebody's skin? Could be. Nah, I won't say it. Nobody knows the whole city. How old it is, how many times it's been built over. It's out. I hope that cook is as good as his word. Also Fackel ausmachen. Da oben ist jetzt wieder die Geheimtür aufgegangen. Und mein Wecker geht. Und es geht im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.